Einen schönen guten Morgen, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Zunächst einmal möchte ich sagen, dass ich das gut finde, dass wir über die Reform des Strafprozesses heute hier in der Kernzeit diskutieren. Denn das ist nicht nur was für Spezialistinnen und Spezialisten oder für Jurafreaks, sondern das Strafverfahren ist ein ganz, ganz wesentlicher Baustein eines handlungsfähigen Staates und einer freien Gesellschaft und ein wichtiger Beitrag zur Stärkung unseres Rechtsstaates. Und deswegen möchte ich auch noch mal betonen, dass die Koalition sich vorgenommen hat, und ich hoffe, das trifft auch auf große Zustimmung hier im Haus, unseren Rechtsstaat zu stärken. Und wir auch einen Pakt für den Rechtsstaat geschlossen haben zwischen Bund und Ländern, der auf drei Säulen beruht, nämlich mehr Personal für die Sicherheitsbehörden und für die Justiz, bessere Ausstattung, Digitalisierung, gute Gebäude, gute Rahmenbedingungen. Dafür sind schwerpunktmäßig die Länder zuständig. Und das dritte, die dritte Säule, worüber wir heute Morgen hier sprechen, nämlich effektive und moderne Verfahren in allen Bereichen. Unsere Ziele sind Vertrauen in den Rechtsstaat stärken, die Opfer stärken, darum geht es hier heute auch, in einer guten und richtigen Abwägung mit einer Verkürzung der Verfahren, damit wir eine bessere und schnellere Rechtsdurchsetzung bekommen und dazu auch die Strafverfahren beschleunigen. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, insbesondere der Opposition, das ist weder kurzer Prozess, noch ist das ein reaktionäres Verständnis, sondern das ist eine moderne Weiterentwicklung unserer Strafprozessordnung. Die 12 Punkte, die wir vorlegen, die gehen von Verhüllungsverbot über die bessere Rahmenbedingungen für Dolmetscherinnen und Dolmetscherinnen bis zu Wohnungseinbrüchen. Ich möchte einen Punkt hervorheben, der insbesondere jetzt in der Debatte noch nicht erwähnt worden ist, nämlich, dass wir die Opfer von Sexualdelikten auch stärken und sie besser schützen. Das ist ein wichtiger Gesichtspunkt in dieser Reform, dass wir nämlich die Möglichkeit schaffen, dass auch erwachsene Opfer von Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung, ihre Vernehmung, ihre richterliche Vernehmung auch in Bild und Ton aufgezeichnet werden darf. Und das ist ein wichtiger Beitrag, sie auch zu schützen und ihnen bessere Rahmenbedingungen zu geben. Und damit das auch gemacht wird von den Gerichten, gestalten wir das als eine Muss-Vorschrift aus und nicht als eine Soll-Vorschrift. Außerdem möchte ich gerne noch mal Stellung nehmen zu unserem Ansinnen, die Nebenklage zu bündeln. Wir wollen damit die Verfahren vereinfachen, aber wir wollen trotzdem die Rechte von Nebenklägerinnen und Nebenklägerinnen nicht beeinträchtigen. Wir wissen alle miteinander, wie wichtig die Nebenklage ist. Und wir haben das nicht zuletzt noch mal gesehen bei dem NSU-Prozess, der ja auch Ausgangspunkt für unsere Reformüberlegungen war. Dort gab es 95 Nebenklägerinnen und Nebenkläger und 60 Anwältinnen und Anwälte. Sie alle nehmen aber die Rechte wahr, die ganz wichtig sind in diesem Prozess. Und trotzdem ist es richtig, dass wir dem Gericht jetzt die Möglichkeit geben wollen, mehreren Nebenklägerinnen und Nebenklägern das zu bündeln, wenn sie gleichgelagerte Interessen haben. Das ist eine moderate Verschlankung, das ist eine moderate Beschleunigung. Und das ist, wie gesagt, eine Kannvorschrift. Das werden die Gerichte auch sehr sensibel prüfen. Wir schaffen bessere Regelungen bei Anträgen zur Befangenheit, auch bei Beweisanträgen, bei Besetzungsrügen. Und das ist eine wirklich sehr moderate Weiterentwicklung. Herr Thome, Sie haben das kritisiert, aber wir haben das in der Abwägung zwischen Beschleunigung und Rechten, haben wir das moderat weiterentwickelt. Und ich glaube, wir haben da gute Regelungen gefunden und einen guten Kompromiss zwischen natürlich den Rechten, die dort verankert sind, und dem Ansinnen nach Beschleunigung. Denn Sie selbst haben auch gesagt, schnellere Rechtsdurchsetzung ist auch bessere Rechtsdurchsetzung. Und diesem Gedanken folgt diese Reform. Deswegen freue ich mich, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn es hier viel Zustimmung gibt. Wir haben eine zügige Beratung, ja, aber, liebe Frau Bayram, wir haben über diese Sachen auch schon lange diskutiert. Die Reform liegt schon lange auf dem Tisch. Wir hatten Eckpunkte, wir konnten hier lange diskutieren, sodass ich glaube, dass wir jetzt auch schnell beraten und beschließen können. Vielen Dank. Jetzt erteile ich das Wort dem Kollegen Roman Reusch.